Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir haben im letzten Part einen Paladin kennengelernt, haben ihm geholfen und seinen Leuten eben geholfen, ja, dieses Gebäude hier vor diesen vielen Ghulen zu beschützen. Und er hat uns eingeladen, mal bei ihm vorbeizuschauen. Also gehen wir mal in das Polizeirevier. Hallo? Ist hier jemand? Sind wir jetzt zusammen oder nicht? Ich weiß nicht. Deine Aussichten sind ziemlich schlecht. Wäre vielleicht humaner, dir einfach den Gnadenschuss zu verpassen. Boah. Du bist so ein herzensguter Mensch, Doc. Hör auf, rumzuzappeln, damit ich dich verbinden kann. Tut mir leid wegen den anderen. Anderen? Warum so nett? Warum bist du mir gegenüber so nachsichtig? Ich bin Sanitäterin. Betrachte es als gute Manieren. Auch wenn es nicht so aussieht, ist Dance doch ein guter Kerl. Er ist eben Soldat. Protokoll ist sein täglich Brot. Und Rice? Naja, sagen wir es einfach so. Er ist sturer als jeder Brahmin. Aber weißt du was? Ich würde ihnen beiden mein Leben anvertrauen, weil sie gute Menschen sind. Und so etwas findet man heute nur noch selten. Hm. Na, stehst du bequem auf dem Tisch? Also man muss sagen, ne, gute Qualität der Schreibtisch. Selbst mit eine Bauerrüstung hält der Stand und der Sessel auch. Na Fisch, dann reden wir mal mit dir, ne? Paladin. Paladin Dance lässt man lieber nicht warten. Warum das Polizeirevier? Warum habt ihr einen Außenposten in einem Polizeirevier errichtet? In Anbetracht der Tatsache, dass es sich um ein Polizeirevier handelt, hielten wir es für klug, dort nach Waffen und Munition zu suchen. Der Funkmast auf dem Dach war nur ein unerwarteter Bonus, auch wenn er noch gewisse Mängel hat, die wir beheben müssen. Es ist vielleicht nicht so imposant wie die Zitadelle im Ödland der Hauptstadt, aber für unsere Zwecke reicht es. Mehr will ich derzeit dazu nicht sagen. Bist du bereit, die Mission fortzusetzen? Die haben eine Zitadelle? Die Zitadelle der Zeit. Muha. Vielleicht können wir in unsere Zeit zurückreisen. Nein, Spaß. Ich weiß nicht so genau. Noch nicht bereit. Naja, gehen wir's an, oder? Bereit. Wunderbar. Folge mir und versuche nicht zurückzufallen. Paladin Dance ist ein unglaublich guter Truppführer. Paladin Dance wartet nicht, was wir ohne ihn machen sollten. Nasenbohren, weil er nimmt mich jetzt mit, ne? Also wir verlassen jetzt mal hier und so. Fusionszellen. Ich lasse es mal liegen. Der rennt gleich mal weg, ne? Langsam! Ich habe keine Bauerrüstung mit. Lauf nicht so schnell. Rein, raus, ne? Na los. Lade. Schneller. Komm. Brav. Ich glaube nicht, dass das normal ist. Der schämt sich so, ne? Dass er sich gleich in die Erde verkrochen hat. Ah, da drüben ist er. So, schnell hinten. Schnell nach. Okay. Wir nehmen diese Gasse. Mir nach. Jawohl. Mach nur. Lauf. Und jetzt? Da lang. Archer liegt im Westen, nicht weit von hier. Wenn wir dieser Straße folgen, können wir den größeren Ghoul-Gruppen aus dem Weg gehen, die sich in Cambridge rumtreiben. Okay. Sich so weit vom Polizeirevier zu entfernen, ist riskant. Aber den Sender funktionstüchtig zu bekommen, hat oberste Priorität. Wenn es nach mir ginge, hätte ich mein Team schon längst verlegt. Der Gelehrte Halen hat beunruhigende Energiewerte in der Gegend gemessen, denen wir nachgehen müssen. Wir wissen nicht viel darüber, nur dass sie lediglich für kurze Zeit auftreten. Und eine Frequenz verwenden, für die fortschrittliche Technologie erforderlich ist. Wir hoffen, dass derjenige, der für diese Energiewerte verantwortlich ist, eine Bedrohung sein könnte. Also müssen wir der Sache nachgehen. Okay. Dann gehen wir's an. La la li, la. La la li, la. La 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 la. Gibt's hier was Interessantes? Nein. Huch, hallo Piper. Dam, da, da, dam, dam, di, da, dam. Was? Hörst du das? Da drüben. Wow. Na, komm her, du Abschaum. Na? Wow. Hat's hingehauen? War ich das? Komm her, du Arschloch. Nicht, ob das bei anderen Journalisten auch zum Alter noch jemand? Gehört. Nein, glaub nicht. So, Patronen. Das gehört jetzt uns.
Jawohl, das nehmen wir alles mit. Da ist der zweite Hampelmann. Hui! Und da vorne ist der arme Händler. Ach, mein Beileid, ne? Über die letzten 7 Jahre hat die Bruderschaft 2 weitere Teams hierher geschickt, um Technologie zu sammeln. Die Mission des ersten Teams war ein großer Erfolg. Wir haben kistenweise Vorkriegsartefakte und historische Dokumente mitgebracht. Die zweite Mission verlief nicht ganz so gut. Kurz nachdem das Team angekommen war, ist der Kontakt ab und wir haben nie wieder etwas von ihnen gehört. Oh je. Was mein Team angeht, wir haben schon 4 Männer an dieses verfluchte Ödland verloren. Echt? Seit unserer Ankunft werden wir laufend attackiert. Aber trotz dieser Rückschläge denke ich nicht daran aufzugeben. Ja, ist wohl echt. Zu werden. Da hast du recht. Momentele. Dieses Signal und so, ne? Ist nervig. So ist besser. Schöne Musik. La, la, la. Da. Wohin? Da lang. Alles klar. Da, dam, 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 dam. Ich werde mal speichern, weil wir sind schon ein ganzes Stück gelaufen. Und ich kenne mich ja, wie das mal so sein kann, dass ich mal dann drauf gehe. Schöne Musik nebenbei. Dann ist nicht so langweilig beim Laufen. Hurra! Wie das ausschaut mit unserem Buttermesser hier, ne? Als wenn ich ein Mörder wäre. Ich krieg dich. Was? Ah, Deichsel. Alter, musst du mich so erschrecken? Hallo? Hundskrüppel. Stirb, du Saufviech. Wohin der Nächste? Schon hin. Was? Käfer. Käfer. Wo? Käfer. Da, stirb du Käfer. Alter. Musst du mich so erschrecken? Die schöne Mucke. Musik, ne? So, her mit dem Zeug. Wo ist der nächste Köter? Da. Noch ein Köter. Da. Boah, wie viele Viecher sind denn da noch? Moment, sind das Welpen? Die hat... Ach nein, das ist der Hund. Und hier ist ein Rind... ein Hirsch. Also ein Rehlein. Okay, ein ganzes Rudel auf ein so ein armes Viech. Das ist aber echt nicht nett. Bist du schier? Du bist so schier, du bist so schier, so grauslich zum Anschauen, lala. Da, 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 da. Ich tu wieder speichern. Ich tu wieder speichern, speichern, speichern. Da wären wir. ArcJet Systems. Draußen sollten keine Sicherheitssysteme sein. Okay. Wir können also durch den Haupteingang rein. Oh, schön. Ach, warte mal. Da waren wir ja schon mal. Da bin ich ja auf eine Mine oder so getreten und elendlich verreckt. Ja, weil ich es kann. Was? Krähe. Ach so. Ja dann, ne? Und jetzt, Hallo, Dean Dance. Pass auf. Wir ziehen das sauber und leise durch. Keine Heldentaten. Alles schön nach Vorschrift. Verstanden? Ei, Captain. Missionszusammenfassung. Braucht man jetzt, oder? Rein, raus und fertig aus. Verstanden, ei, Captain. Wunderbar. Denk dran, unser Hauptziel ist der Hochleistungssender. Konzentrier dich und pass auf, wo du hinschießt. Ich will nicht von einem Querschläger getroffen werden. Ja, dumm. Der muss sich aufregen, ne? Mit seiner Rüstung. Da schauen wir viel ärmer rein. Außerdem gehe ich hier nur mit meinem Buttermesser durch die Gegend. Also passt das schon. Vielleicht soll ich die Musik ausschalten. Um nicht unnötige Leute anzulocken. Die werden sich auch wundern, wo auf einmal dann die Musik herkommt. Also, schalten wir das Radio aus, wenn es möglich ist. So, passt. Psst, leise. Ich schleiche mich mal. Es waren Firmen wie diese hier, die den letzten Nagel in den Sarg der Menschheit schlugen. Sie nutzten die Technologie für ihre eigenen Zwecke aus. Sie steckten das Geld ein, ohne sich Gedanken über den Schaden zu machen, den sie angerichtet hatten. Ja, gutes Geld. Also gut nicht, aber für die halt war das gutes Geld, ne? Klasse verdient, da haben wir eine Zeitung. Und somit, der Rest der Welt kann denen am Arsch lecken.
Weil die haben sich gedacht, boah, mit dem vielen geilen Geld bin ich sicher, ne? Da kann ich mir einen Bunker bauen und ewig drinnen leben. Ja, wer hätte denn gedacht, dass man da 200 Jahre überleben soll? Weil von diesen Wissenschaftlern hat es, glaube ich, eh fast niemand geschafft, ne, zu überleben. Bis auf die Bar halt, die jetzt dann diese künstlichen Menschen erschaffen haben, ne, diese Sif, und damit Scheiße bauen. Scheiße, Scheiße. Scheiße, Scheiße. Gibt's irgendwas für mich? Jo, eine Pistole. Abrufen. Schöner, das wäre ein schöner Gartendingens. Können wir das, was? Eine Nuka-Cola-Flasche. Her damit. Nuka-Cola, Nuka-Cola. Köstlich bist du, Nuka-Cola. Lalala. Denn? Da? Da ist nix. Servus. Alter, wo ich hinschaue. Das wollte ich gerade so nicht. Ja. Es scheint, hat sich schon jemand um das automatische Sicherheitssystem der Anlage. Was? Red weiter. Ich bin zu weit nach vorgegangen, ne? Schaltplatte. Militärstandard. Nehmen wir mal mit, oder? Das haben wir hier noch. Biometrischer Scanner und Stahl. Kann ich etwas für dich tragen? Bin ich schon so voll? Wahrscheinlich bald. Sieh dir die Trümmer an. Wie es scheint, hat sich schon jemand um das automatische Sicherheitssystem der Anlage gekümmert. Ja, Schachtelzigaretten. Ja, damit. Haben wir hier noch was? Nein. Dann schauen wir uns mal das Terminal an. Das Terminal. Netzreales Spule und Plastiklöffel. Und Glas. Glasschale war es, glaube ich, ne? Sicherheitsterminal. Archet System. Arknet. Sicherheitsbüro. Terminal 2. Oh, Terminal 2. Das andere ist kaputt gewesen, ne? Arknet Mail. Sicherheitsbedenken. Von Thomas Reinhardt. CEO. An gesamtes Sicherheitspersonal. Ich möchte, dass Sie gemeinsam mit Ihrem Team eine neue Sicherheitsstrategie für den ArcChat-Komplex ausarbeiten. Das ist unser erster Auftrag für die USSA und ich möchte keine Probleme mit der Sicherheit haben. Wenn wir am XMP-Hilfstriebwerk arbeiten, verdoppeln Sie die Bewachung rund um die Uhr und installieren Sie automatische Abwehrmaßnahmen innerhalb der Anlage. Ich möchte außerdem noch, dass Sie einen Berater einstellen, um ein besseres Sicherheitspasswort für unsere Terminals auszuarbeiten. Das automatische Versenden von Passwörtern per Mail, na, das ist ja ganz gescheit, nach Ablauf einer bestimmten Zeit ist lächerlich. Naja, also per Mail, ja, ja, okay, das war damals, ne? Ja. Wir kennen das heute schon ein bisschen anders, ne? Wir kennen das schon mit einem Authentikator zum Beispiel, ne? Also ich habe da so einen, das ist schon recht praktisch, muss ich sagen. Arknet Mail. Geschütztürme. Von Sam Brandt. Leiter der Sicherheit an gesamtes ArcChat-Personal. Ab morgen geben wir Identifikationsmarken an alle Mitarbeiter aus, die jederzeit getragen werden müssen. Die Marken sind mit einem schwach radioaktiven Isotop überzogen. Super, dass unsere internen Sicherheitsgeschütztürme davon abhält und versehentlich die eigenen Mitarbeiter zu erschießen. Sollten Sie sich ohne Marke in der Nähe des Maschinenkerns aufhalten, sind wir nicht verantwortlich für Verletzungen, die Sie in diesem Fall eventuell erleiden. Super. Die Geschütztürme gehen in einer Woche in Betrieb. Daher empfehle ich Ihnen, sich schnellstmöglich für Ihre Marke anzumelden. Was haben wir noch? Arknet Mail. Vorfall im Maschinenkern. Von Thomas Reinhardt, CEO. An Sam Brandt, Leiter der Sicherheit. Sam, was zum Teufel ist da unten los? Wie ist ein Pressevertreter an der Sicherheit vorbei? Oh, durch die gesamte Forschungseinrichtung und bis zum Maschinenkern gekommen, ohne unsere Alarme oder Geschütztürme auszulösen. Wahrscheinlich hat er sich so eine Marke geschnappt, ne? Wir haben hier einen ganz schönen Schlamassel und Ihre Aufgabe wird es sein, ihn wieder zu beseitigen.
Es ist mir egal, wie Sie das bewerkstelligen, aber tun Sie es. Sollte das später auf uns zurückfallen, werden Sie dafür verantwortlich gemacht. Das schwöre ich Ihnen. Boah, ne? Scharfer Ton. Protektron-Steuerung. Jetzt habe ich es. Fehler. Protektron-Einheit abwesend und oder beschädigt. Einheiten aktivieren. Naja, wenn keiner da ist, ich überströme mal. Zugriff auf Kapsel. Einheit wird initialisiert. Zugewiesene Subroutinen werden geladen. Bitte weisen Sie das Personal in der Nähe der Aufladestation an, Platz zu machen. Geht mal auf die Seite bitte, ja? Persönlichkeitsmodus auswählen. Standard. Zurückgesetzt. U-Bahn-Begleitung. Ist das normal? Keine Ahnung, ob das. Ist das gut so? Da steht immer Erste Hilfe. Und Konstruktion. Keine Ahnung. Machen wir halt so. Keine Ahnung. Raus da. Was haben wir noch? Ist hier noch was drin? Warte. War verklickt. Entschuldigung. Verklickt. So. Nein, da ist uns nichts mehr. Okay, ich hoffe mal, dass es so passt. Schnucki, wir sind hier fertig. Wo gehst denn du hin? Bei Fuß. Piper? Bei Fuß. Die wird gleich abgeschossen. Ich hör's schon. Sieh dir die Trümmer an. Sie wird noch nicht abgeballert? Okay. Haben wir hier irgendwas, was wir brauchen können? Nope. Ist hier was drin, was wir brauchen können? Ja, ein Klo. Musst du mal, Großer? Dann lassen wir dich allein. So, ist hier sonst noch was drin? Nö. Da haben wir was. Sehr schön. Und dann sind wir auch schon wieder fertig, ne? Jupp. Boah. Dann geht's da weiter, ne? Das ist halt die Frage. Entdeckt? Von wem? Von meinen Begleitern wahrscheinlich, ne? Tun wir mal ein bisschen speichern. Weil es gerade so lustig ist. Haarbürste, Dinnergabel. Gut. Was haben wir hier? Skalpell. War da jemand? Nein. Schraubenschlüssel. Haben wir hier irgendwas? Nur zerbrochene Sachen. Also ein Haufen Scherben, mehr nicht. Einen Ordner haben wir da. Schreibtisch. Ein in bestem Zustand stehendes Terminal. Nur funktionsuntüchtig. Weil es gerade Pause macht, genau. So. Da ist nur alles umgeschmissen, umgefallen. So. Ist hier schon so ein Teil? Ich sollte vielleicht mir eine Buffen nehmen, ne? Waffe und so. Was haben wir da? Ich lade mal nach. Zack, zack. So. Da tue ich wieder speichern. Okay. Ich werde sicher erschossen. Ich krieg das schon mit. Also, ich weiß das. Mülleimer. Und sonst ist da nichts. Moment, muss ich da mit dem Kerl reden? Tatsächlich. Bäh. Ich dachte, er kommt mit. Komm, Piper. Sieh dir also die Trümmer an. Wie es scheint, hat sich schon jemand um das automatische Sicherheitssystem der Anlage gekümmert. Warte, wollte ich reden. Werk der stehlenden Bruderschaft, Fragezeichen. Das sehe ich. Wir haben die Party verpasst. Weniger Sicherheit ist gut. Die stehlende Bruderschaft war es nicht, oder? Stellenden Bruderschaft? Leider nein. Sieh dich mal um. Nirgendwo ist auch nur eine Patronenhülse oder ein Tropfen Blut zu sehen. Die Roboter wurden von Synths des Instituts angegriffen. Oh. Was sind Synths? Synth? Bedeutet das nicht so viel wie Roboter? Sie sind ein Missbrauch von Technologie, erschaffen vom Institut. Ausgeburten, die Menschheit verbessern sollen. Das ist nicht hinnehmbar. Wir dürfen nicht zulassen, dass so etwas existiert. Aha. Was ist das Institut? Angst vor Synths. Augen offen halten.
Was ist das Institut? Eine Gruppe von Wissenschaftlern, die sich unter der Erde verkrochen haben, als der große Krieg begann. Haben die letzten Jahrzehnte damit verbracht, das Commonwealth mit ihren Technologie-Albträumen zuzumüllen. Sehr schön. Dann werden wir die Augen offen halten. Alles klar, gehen wir weiter. Ein Reporter ist nur dann erfolgreich, wenn jemand sein Leben bedroht. Ich bin verdammt erfolgreich. Ja. Du rennst doch immer alleine voraus fort. Ich bin ruiniert. Aber ich sehe noch ein paar Schrottteile, die die Bruderschaft interessieren könnten. Wenn wir hier fertig sind, muss ich den Ort für eine Bergungsmission freigeben. Aha. Der rennt da einfach mal. Scheint eine Sackgasse zu sein. Such nach einem Weg, die Tür zu öffnen. Ich schaue mich in der Zwischenzeit hier ein wenig um. Okay, der rennt da einfach mal so durch die Gegend, ne? Als ob er keine Angst hätte, dass da jetzt mal was losgehen würde. An Geballer oder so. Rennt da einfach weiter. Da haben wir einen neuen Eimer, sehr schön. Da haben wir ein Terminal. Ich bin mir nicht sicher, ob das Wasser noch zum Saufen wäre. Ich glaube nicht. 200 Jahre altes, ranziges Wasser. Was gibt es Schöneres? Also dann. Bitteschön, entriegeln. ArcChat-System. ArcNet. Passwort erforderlich. Ja, ja. Was nehmen wir denn für eines? Gottes Willen. Puh. Nein, ist natürlich falsch. Das wär's. Ja, super. Laborsteuerung. Zugriff auf Prototypverbindung. Fehler. Verbindung zu Prototyp nicht möglich. Wenden Sie sich bitte an einen Techniker. Ist hier zufällig ein Techniker hier, der mir das reparieren kann? Nein? Ja, dann habe ich gehabt, ne? Sicherheitstürsteuerung. Max Lock Sicherheitstür. Steuerinterface. Status verriegelt. Also aufmachen bitte. Passt. Tür wird geöffnet. Und tschüss. Hallo. Was? Entschuldigung. Hallo. Was immer das auch funktioniert. Hallo? Bist du hin? Ich hoffe doch schon. Alter Schwede. Ist er hin? Ist er gestorben? Sind sie tot? Yay! Kronkorken, Schock. Ja, Schock, schwere Not. Was noch? So ein Arsch? Wow. Meine Punkte. Scheißdreck. Boah, die schauen aus, ne? Terminator. Die gibt es auch hier. Nur irgendwie noch billiger zusammengeschustert. So, hast du noch was? Nein. Du? Nein. Du? Nein, nein. Achso, der steht schon wieder da? Okay. Ist da jemand anwesend? Bewegung endet. Alter, das rennt schon wieder vor das Fort, ne? Hallo? Wow. Jesus, na! Ich sehe nichts und ich treffe auch nichts, ne? Hat's hingehauen? Immer wiedersehen. Sind sie tot? Ich brauche mal was zum Essen. Oder ein Steam-Dings. So, her mit dem Zeug. Da kannst du ja keine Erfahrungspunkte kriegen, ne? Wenn die alles immer so schnell wegballern. Ich selber treffe nichts. Was ein Träumchen ist? Ein Traum. Was? Okay, da ist nix. Eine Schreibmaschine. So, da la. Sonst ist hier irgendwie nix. Nope. Dann schleichen wir uns wieder. So was, ne? Habe ich denn da jetzt alles mal looten dürfen? Schrägstrich können? Ich fürchte nicht. Was haben wir da? Jawohl, schau mal. Da haben wir auch noch was. Hier drin ist nicht wirklich was.
ein Metalleimerlein. Was? Ein Ordner? Ja, Ordner. Habe ich hier Waffe? Ja, Hammer. Dann die da. Da gehen wir weiter. Gehen wir darauf. Ich brauche eine andere Waffe, ne? Toll, die ist auch nicht besser. Na! Ich Trottel. Facepalm. Stim-Paket verschmissen. Hui! Aha, da komme ich nicht drauf. Ja. Hüpfen. Schön. So, her mit dem Zeug. Aha. Was ist das? Hat's hingehauen? Yeah. Schön. Da ist nichts drin. Jetzt hat die Piper Glück gehabt, ne? Die hätte jetzt das fast ausgelöst. Alter Schwede, dann hätte es mich gleich mit weggerafft, ne? Was haben wir hier noch? Nuka-Cola-Flasche. Das Schloss sieht stabil aus. Experte, bäh. Labordingens. Können wir da eigentlich... Kann ich da irgendwas basteln? Ist das was Gutes? Ich hoffe mal. Psychobuff. Buff. Können wir eigentlich auch machen, oder? Machen wir mal. Immerhin gibt es Erfahrungspunkte und zwar gar nicht zu wenig, oder? Fallen? Fußangel. Benötigt Stahl. Können wir mal was machen. So. Granaten. Heilung. Heilung ist gut. Was ist denn das? Roboter-Reparatursatz. Okay. Haben wir hier noch was? Was ist das? Bluterspritze. Aha. Gibt's Schaden? Minen? Gibt's noch was? Verwertbares? Ne. Drogen? Haben wir alles. Passt. Ja, ein paar Punkte waren's ja, ne? Reparierst du Roboterbegleiter, die im Kampf außer Gefecht gesetzt wurden. Aha, verstehe. Ja, ist logisch, ne? Sagt eigentlich im... Sagt ja eigentlich der Name schon, streng gesehen, ne? So. Trotzdem wäre ein Speichern einmal nicht schlecht. Ich muss mich da echt zusammenreißen, dass ich hier... dass ich hier besser treffe und so. Ja, ne? Bin ich auch der Meinung. Bis da immer auf den Boden schauen muss, dass der nicht in irgendwas reintritzt. Rüstungswerkbank. Abgenutztes Klemmbrettelchen. Waffenbank-Dings. Aluminiumkanister. Was haben wir noch? Wow, Patronen. Eine Buffen. Mehrere Buffen. Zwei sogar. Ist hier noch was drin? Da unten? Nein. Der ist da auch. Ja, der war einmal. Haben wir hier noch was? Die verdammten Zins haben sich hier überall festgesetzt. Würdest du bitte mal aufhören, immer so weit voraus wegzulaufen? Ich bin ja noch da. Gut, das war's. Das ist dumm. Was haben wir hier noch? Spielzeug. Außerirdischer. Der hat gerade irgendwie ausgeschaut wie von der Monster AG, finde ich. So, was haben wir hier noch Schönes? Ich glaube, was? Da, eine Silbergabel. Okay, was haben wir hier noch? Verbranntes Buch. Genau, mit diesem Buch sind wir offiziell überladen. Saubere Arbeit. Piper, komm mal zu mir, ich brauche dich kurz. Zum Schleppen helfen. Vakuumröhre. Mhm. Jawohl. Jawohl, das nehmen wir auch mit. Piper. Da
scheppert es durch die Gegend und die Gute ist nicht da. So. Schau, klappt. Geschafft. Schön. So, Piper. Hey, was gibt's denn zu... Du kriegst jetzt was. Und zwar, meine Güte, ne? So, da haben wir schon mal was. Den Kanister kannst du haben. Das kannst du haben. Das kannst du... Warte, das behalte ich lieber. Warum habe ich das nicht weggetan? Den kannst du haben. So, Gewicht, Gewicht, Gewicht. Das geht. Das geht auch. Den kannst du dabei haben. Das auch. Die zwei. Den. Das. Das behalte ich mal. Dann die da. Dann das kannst du haben. Ja, den kannst du haben. Ja, von mir aus die Pistolen. Ja, die kannst du alle drei haben. Die von mir aus auch. So, wo haben wir noch sowas? Oh, Klingenkorn. Super. Das kann ich später gleich ansetzen wieder zu Hause. Da freue ich mich schon drauf. Lasergewehr. Boah, das behalte ich aber mal. 360 Schuss. Das kannst du haben. Das, das, das. Den Eimer kannst du haben. Das kannst du haben. Den Mob. Das will ich behalten. Warte, da war was. Wow, das ist schwer. Die kannst du haben. Den kannst du haben. Das auch. Das kannst du haben. Ich glaube, jetzt haben wir es dann gleich. Na los, na los, na los. Das Zahnrad, war das schwer? Aber die Jeans, das kannst du haben. Die Pistole. Das Gewehr kann sie dabei haben. Ah, geht nicht mehr. Sie ist auch schon voll. Alles klärchen. So, wo geht's jetzt weiter? Wow. Sind wir da richtig? Ich glaube ja. Er ist ein Kasperl. Schieß es ab, denn das klumpert. Piper, kommst du? Und dann nehmen wir mal mit. Dann lebe die Bruderschaft. Jo. Tür öffnen. Was haben wir da? Puh. Schaltplatte. Das nehmen wir mal mit. Sicherung nehmen wir mit. Ob man da mal irgendwas Feines draus basteln kann. Wake Master Wecker. Okay. Ist hier was? Okay, da kommen wir einfach wieder hierhin zurück, ne? Okay. Mehr ist da nicht, alles klar. Ist einfach nur so einmal rundherum. Was haben wir hier drin? Überfälliges Buch. Kaffeetassen. Aschenbecher. Bilderrahmen. Okay. Haben wir hier noch was? Nope. Gehen wir wieder raus. Was ist hier drin? Genau. Auf dem Klo und Zigarettenautomaten. Das ist ganz wichtig. Haarklammerbox, sehr schön. Da sieht man es mal, ne? Auch am Klo sollte man nachschauen. Da ist eine
Haarbürste. Wo rennt denn der herum? Der rennt so schnell voraus, ne? Wer hat denn da Hände reingelegt? Das ist ein anderer Begriff jetzt für Sammelbecken, ne? Ja, der war schlecht. Da ist er, glaube ich, runter. Ist hier vielleicht auch noch was drin? Ja, eine Waffe, Patronen sind noch hier. Ein Kanister haben wir da. Ansonsten schaut es leer aus. Einen Kalender haben wir auch hier. Hallo Piper. Was gibt's hier noch? Nix. Dann würde ich sagen, wir gehen da runter. Was haben wir hier? Nuka-Cola-Flasche. Die Hand bewegt sich. Was haben wir hier noch drin? Ja, die letzte Nuka-Cola-Flasche rausgeholt. So, Zigaretten. Der Triebwerkskern ist vor uns. Das dürfte unser letzter Halt sein. Jawohl. Dann werden wir das hier mal speichern. Jawohl. Und dann schauen wir uns das an. Muha. Geh voraus, Kumpel. Na, mach. Pass auf, wo du hintrittst. In diesem Bereich scheint der Strom ausgefallen zu sein. Jawohl. Ist hier was Interessantes? Nope. Sieh dir das mal an. Irgendwas tut hier komisch. Hier ewig austoben. Ach du Heilige. Was ist denn das für eine Maschine? Der Sender sollte im Kontrollraum am oberen Ende des Kerns sein. Die Aufzüge haben aber keinen Saft mehr. Wir müssen weiter und versuchen, die Stromversorgung in der Anlage wiederherzustellen. Ob das eine gescheite Idee ist? Irgendwo muss es ein Notstromsystem geben. Schau dich mal im Wartungsbereich neben dem Hauptraum um. Ich bleibe hier und halte uns den Rücken frei. Super, ja. Schön. Prima. Also hier, ne? Genau, der Aufzug ist ja hin. Der geht nicht. Das war der Aufzug, alles klar. Also müssen wir hier rein. Ich aktiviere mal den Schleichmodus. Okay, noch sind keine bösen Buben hier. Was haben wir da? Knopf aktivieren. Nix Strom. Ja! Das heißt, was ist das? Kurzer Lauf. Das ist eine Waffe? Okay. Drücke R, um Gegenstand in den Chunchet zu laden. Okay. Drücke R, halte Maus 1 gedrückt, um deinen Schuss aufzuladen. Voll aufgeladene Schüsse richten maximalen Schaden an. Ja, aber das ging ja gerade nicht. Warum eigentlich? Nicht? Ich werde dann wahrscheinlich jetzt auch brauchen, denke ich mal. Sonst wird das Zeug hier nicht rumliegen, ne? Also, dann schauen wir mal nach. Wenn das nicht von selber will, machen es wir eben. Was zum Teufel ist denn das? Das schaut ja aus wie ein Laubgebläse. Dingens oder. Wenn es doch nur eine Verwendung für das Zeug geben würde. Ja. Irgendwann wahrscheinlich sicher mal. Na, großartig. Wer macht das überhaupt keinen? Großer Werkzeugkasten. Schön, das ging ja super auf. Klebeband, Schere, verstellbarer Schraubenschlüssel. Nehmen wir alles mit. Kachinga, Kachanga. Er macht einen Krawall, ne?
Perfekt, den Fusionskern nehmen wir auch gleich mit. Und dann hier. Das Terminal. Das müssen wir auch wieder entriegeln, ne? Wieder dasselbe System. Passwort erforderlich. Ja, welches denn? Okay, so viele gibt's scheinbar nicht, ne? Nein. Nein. Schön. Ja, sehr schön. Hauptenergie aus. Hilfsgeneratoren aus. Achtung. Achtung, Achtung. Der Maschinenkern wird mit Notstrom betrieben. Um Energie zu sparen, wurden alle nicht wichtigen Systeme und Vorgänge deaktiviert. Das wollen wir aber beheben. Also Energieoption. Wichtigen Vorgänge deaktiviert. Jawohl, Option Hilfsgeneratoren starten. Sehr schön. Zugriff auf Hilfsgeneratoren erledigt. Energie von Hilfsgeneratoren umleiten. Intaktheit des Netzes prüfen. Erledigt. Energieversorgung wiederhergestellt. Super. Da haben wir es jetzt. Hilfsgeneratoren ein. Schön. Dann gehen wir wieder. Und tschüss. Energieversorgung des Triebwerkskerns wiederhergestellt. Licht. Triebwerk betankt und bereit zur Zündung. Und er schießt schon durch die Gegend. Großartig. Wow. Ach so. Alter. Wo sind Sie denn hin? Das war's dann wohl für dich. Was tun wir denn da jetzt rein? Ist das jetzt komplett wurscht, was? Alles ablegen. Ob das jetzt passt? Ist jetzt alles ablegen, nicht alles. Wow. Achso, das ist so ein Rucksack sein oder was, ne? Das ist jetzt keine Waffe in dem Sinn, sondern nur ein Rucksack, ne? Verdammt. Das muss ich ja auch wissen. Also dann machen wir auf die Heads. Ja. Also rein damit. Rein, 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 rein. Der ganze Müll. Was? So, rein, 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 rein. Passt. Ich glaube, ich mag das Teil schon. So, und jetzt da eine normale Waffe, bitte. Haben wir da noch irgendwas Brauchbares? Ich muss mal klubschen. Irgendwas Synth-Schadendes haben wir ja noch nicht, ne? Splitterminen ist ein Schwachsinn. Lasergewehr. Sowas wollte ich eigentlich nehmen, ne? So. Jetzt muss ich da leider nochmal schnell machen. Oh, warte. Fast vergessen. Normal, ich hoffe, dass das passt. Jawohl, funktioniert. Schafft. Entschuldigung für den Fail gerade, aber ja. Wenn es doch nur eine Verwendung für das Zeug geben würde. Ja, ja, werden wir gleich irgendwie schon mal bekommen, denke ich mal. So, hier nochmal mit dem Kern. Dann das hier. Wo war das Wort? Ah, das sind jetzt wieder neue Wörter, ne? Verflixt und zugenäht. Es lief ja einfach zu gut, ne? Nein. Nein. Fix. Scheiße. Mist, verdammter. Käse, 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 Käse. Käse, 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 Käse. Geht schon? Jawohl. Ach. Ach, herrje. Bla, bla, bla. Berry, Copy, Rose. Nein. Geschafft. Ja, Gott sei Dank. Also gelesen haben wir das ja schon. Ich trottel. Gelesen haben wir das ja schon und somit bla bla bla. Tun wir einfach hier die Optionen. Und Enter. Perfekt. Geschafft. Tschüssi, tschüssi, tschüssi. Energieversorgung des Triebwerkskerns wiederhergestellt.
Triebwerk betankt und bereit zur Zündung. So. Und geht schon. So, da tun wir jetzt auf der Stelle speichern. Wo kommen diese Watschke? Nein, speichern. Wo kommen diese Deppen jetzt auf einmal her? Ich habe nichts gemacht. Wieso bin ich da jetzt auf einmal so... Alter. Hey, das ist jetzt aber nett, nett. Ein Schuss reicht zum Sterben. Wow. Jawohl. Stufe aufgestiegen. Yeah. War. Dann Deichsel. Nachladen, jawohl. Bam, 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 boom, 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 bam, 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 bam. Nachladen, bitte. Bam, 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 bam. Jawohl, umgeschossen. Wah, falsche Waffe. Die wollt ihr nicht haben. Geh Käse, warum macht sie... Ich wollte diese Waffe nicht. Die will ich haben. Die ist gut. Und bam. Achso, der ist schon hin. Boah, wie schaut's denn da aus? Ja, schön. Also hier mit dem ganzen Graffel. So. Na, großartig, ne? Da können wir looten bis zum Nimmerleinstag. Boah, der hat alles weggerotzt, ne? So. Da. Dam, da, dam, da, dam, da, dam, da, dam. Was war da? Automatisch? Verdammt, ich hab's nicht gelesen. Bin schon wieder voll, ne? Wie ein Christbaum. Der ist ja blöd gestorben. Piper, ich, Entschuldigung, nein. Nadine Dance. Hey! Du. Reden Sie weiter. Handel. Wahrscheinlich habe ich ja was, was du brauchen kannst. Das nicht, aber du kannst mir tragen helfen. Zumindest ist das der Plan. Boah, jetzt muss ich wieder schauen, ne? Was ist schwer, was ist nicht schwer. Ich hoffe, sie kann noch ein bisschen was tragen. Die kannst... Nein! Sie kann nichts mehr tragen. Mist. Kannst du? Sei still. Ihr wimmelt es nur so vor Feinden. Danke, du frecher Hund. Gehen wir halt da lang. Ah. Nach unten. Vielleicht kann ich hier irgendwas Inventarmäßiges wegschmeißen. Was ich. Oder kann ich da. Warte. Da könnte ich ja noch was machen. So. Vielleicht kann ich da noch was. Na, machst du auf den Schmarrn? Ach so, der verschießt das echt, oder? Ist doch eine Waffe. Kann ich was für dich tun? Du musst es nur sagen. So, ich hoffe, die kommen nach. Alle haben wir keinen Platz darin. Ding! Ich glaube, wir sind nicht allein. Perfekt. Was? Hör auf. Ich lade schon mal. Tatsächlich, da drin ist jemand. Eindringlinge! Mit dem kann man quatschen. Für die Bruderschaft! Wow. Die muss da weg, ne? Treffe ich was? Jawohl! Sie hätten sich lieber verziehen sollen. Ist er hin? Ich hoffe, das war der letzte. Verdammt! Ja, ist tot. Untersuch mal die Überreste der Sins. Sie waren vielleicht auch hinter dem Sender her. Ganz ehrlich, die Waffe da ist cool. Wir fahren mit dem Wartungslift an die Oberfläche. Okay. Nichtsdestotrotz, dieses Gerätschaftel hier, das ist echt cool. Kann man den ganzen blöden Schrott, den man nicht braucht, reinstopfen und gut ist.
Da. Was haben wir denn da oben noch? Eigentlich nichts mehr Gescheites, ne? Schaut nicht so aus. Alles leer. Da. Greif einfach zu. Stift und sonst sind wir hier schon wieder fertig, ne? War der Part ist zu Ende. Entschuldigung, ich habe schon wieder Überlänge gemacht. Komplett übersehen. Na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!